Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, im Hintergrund seht ihr ein kleines Fortnite-Video. Das ist nichts Weltbewegendes. Ich hatte einen Stream-Ausschnitt hochgeladen. Das ist auch, müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Das ist eigentlich von diesem Kinomodus von Fortnite, habe ich das aufgenommen gehabt. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Man sieht halt leider nicht, wie viel Munition ich habe, welche Waffen ich habe. Wie viel Leben und sowas alles ich habe, aber ja, ist in Ordnung. Ja, wie schon gesagt, ein neues Video auf meinem Kanal. Ich habe jetzt vor, den ein oder anderen Part wieder zu bringen, also das ein oder andere Video wieder zu gestalten. Ich hoffe, das gefällt euch, ich hoffe, darauf habt ihr Bock. Ach so, man sieht sogar die Anzahl der Treffer, das ist natürlich cool. Also ich hoffe, darauf habt ihr Bock. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Ja, was möchte ich für Videos bringen? Natürlich jetzt erstmal Fortnite-Videos. Das ist halt das Spiel, was ich zurzeit spiele. Da macht es halt keinen Sinn, wenn ich andere Videos bringe. Ja, jetzt habe ich natürlich den Season Pass gekauft. Ich glaube, ich lade das Video heute hoch. Heute haben wir Mittwoch, 19.10 Uhr, um genau zu sein. Ich habe noch gerade was gestreamt. Ja, also ich möchte halt Videos bringen, so Tipps und Tricks-Videos zu Fortnite. Ich würde mal sagen, so Hilfestellungen, wie man am besten bei Fortnite besser wird. Ich bin jetzt auch nicht der beste Spieler. Dann würde ich gerne bringen, wo die ganzen Sachen sind im Season Pass. Also zum Beispiel die Sterne, die Verstecke, Pipapo, Mexiko. Das halt alles. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Im Season Pass gibt es natürlich immer so Sterne. Oder in Season 4 gab es das auf jeden Fall. Die immer an bestimmten Orten waren. Oder dann irgendwelche Missionen, die etwas schwerer sind, die mal erklären. Ein paar Tipps und Tricks geben, wo man die am besten absolvieren könnte. Ja, das habe ich alles so ein bisschen vor. Das möchte ich bringen. Ich hoffe, das gefällt euch. Hiermit möchte ich auch nochmal aufrufen, dass ich relativ oft zurzeit streame. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Jetzt kann es sein, dass ihr die Glocke aktiviert habt. Ich würde euch bitten, nochmal die Glocke zu deaktivieren und danach nochmal zu aktivieren. Ich glaube nämlich, YouTube hat das ein bisschen verbuggt und dass man das nochmal machen muss, damit das nochmal aktualisiert wird bei YouTube selber. Ich weiß, ich war ja lange nicht mehr aktiv und ich hoffe, dass sich das jetzt in den nächsten Tagen wieder ändert, dass ich ein bisschen Spaß daran habe. Vielleicht nochmal zu meiner beruflichen und schulischen oder studentischen Laufbahn. Ich studiere ja dual. Das bedeutet ein duales Studium. Das bedeutet wiederum, im Wechsel entweder arbeiten oder Universität. Zurzeit bin ich halt in der Theoriephase, das bedeutet in der Universität. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit, hört sich komisch an, ist aber so. Ich gehe halt nicht mehr groß raus, ne? Nicht mehr mit Freunden treffen, muss halt lernen, hat halt mehr Zeit zum Zocken, ne? Ein Ausgleich ist ja auch wichtig. Von daher bin ich halt mehr aufs Zocken anvisiert zurzeit und dadurch auch durchaus streamen. Das macht mir halt Spaß. Ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen startet. Ich meine, heute, wie gesagt, Mittwoch, 19.10 Uhr, hatten wir gerade 5 Zuschauer am Stück. Das ist schon krass. Klar, für damalige Zeiten ist das jetzt nicht so krass. Da waren das so 20, 25 am Stück. Aber okay, ne? Haben oder nicht haben, ist ja egal. Immerhin guckt jemand zu. Das freut mich schon genug. Mehr möchte ich doch gar nicht haben. Also, damit ihr das wisst. Guck, hier habe ich gedacht, boah, komm, ich schieße den. Aber dann auf einmal hat er so schnell geschossen. Tja. Ah, ich habe sogar getroffen. Wusste ich gar nicht. Krass. Also, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr aktiv dabei seid, wenn ihr meine Videos guckt, wenn ihr es bewertet, wenn ihr Tipps und Tricks habt oder Anregungen, was ich anders machen kann. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch über ein kostenloses Abo freuen. Das ist keine Frage. Ich meine, das tut keinem weh, aufs Abonnierknöpfchen zu drücken. Ja, von daher hoffe ich mal, dass es euch wieder gefällt, dass ihr Spaß daran habt. Dann könnt ihr natürlich, das wird immer oft gefragt, in den Streams mit mir zocken. Das ist keine Frage. Ihr addet mich einfach bei Epic Games. Da heiße ich YouTube_NextWee. Ja, und dann seid ihr doch auch schon ruckzuck Teil meiner Community und könnt natürlich immer, wenn ich zocke, mitzocken. Ne? Vielleicht manchmal nicht. Wenn ich da mal keine Lust habe, müsst ihr das auch verstehen, wenn ich eine Runde Solo spielen möchte. Ne? Ich bin ja auch nur ein Mensch. Man hat ja auch nicht immer Zeit, irgendwie was zu machen. Also ich hoffe, ihr versteht das, aber ich denke mal, das hat bis jetzt eigentlich immer geklappt. Das sollte auch weiterhin klappen. Von daher, ich hoffe, das läuft so. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder aktiv dabei seid. Sagt euren Kollegen Bescheid, dass ich wieder am Schlüssel bin. Und ja, bis dahin sehen wir jetzt noch, wie ich gut kassiere. Aber wir diesen Sieg trotzdem holen. Hier habe ich selber zugebaut, muss los. Aber naja, so ist das teilweise manchmal, ne? Ich bin noch nicht der beste Bauer, aber ich werde es. Macht Spaß.
das ist jetzt auch ein bisschen zu hart, aber nein, ich bin dabei, mich zu verbessern und ich hoffe, ja, ihr seid Teil einer Community und unterstützt mich damit recht herzlich. Ja. Ah, das ist schon der Sieg. Man glaubt es kaum, aber das ist echt der Sieg. Es wird gar nicht epischer Sieg angezeigt, aber ist ja auch egal. Haut rein, teilt das Video mit euren Freunden, lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.